Ja, wo steckst denn du? Alter, ich stehe seit einer halben Stunde hinter dir. Sorry. Hä, wie bist du überhaupt hergekommen? Ich hab dich nie gehört. Na, Sherlock, schon mal was von Elektroantrieb gehört? Ach so. Ja, richtig, ne? S-Bahn-Style. Ne? Cool. Ja, VW Passat GTE. Irgendwie erinnert er mich voll an den einen, wie heißt denn der eigentlich gleich wieder? Nicht der CC, sondern... Ach, der Phaeton. Ja, richtig, genau. Ich habe erst gemeint, wieso kommt er jetzt mit so einem alten Ding an? Aber auf den zweiten Blick sieht das Ding ultra stylisch aus, finde ich. Der Passat ist aktuelle Generation, finde ich, eins der gelungensten Passat-Modelle. Ja. Seit jeher. Er sieht total understatement aus, ja. Ganz clean, trotzdem bullig und du hast Platz ohne Ende. Und was mich überrascht, ne, der steht so richtig breit da, so hier so, komm mal her, mit den Alus auch noch. Und ich kann ihn immer nie so richtig einordnen, ist es mehr Dreier oder ist es mehr Fünfer? Ja. Ich finde, wenn du drin sitzt und ihn fährst und so, ist es definitiv mehr Fünfer, ja, als Dreier. Er sieht auch fünfermäßig aus, finde ich, jetzt mittlerweile. Er sieht wirklich aus wie so ein, ja, ich kann den Fünfer angreifen und nicht so, Notlösung hier, wenn du nicht genug Geld hast, dann hole ich mir halt einen Passat. Apropos Notlösung, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass wir seit Start die ganze Zeit elektrisch fahren? Das ist ganz, ganz komisch, ne? Ja, Passat GTE, 115 PS Elektromotor und 154 PS 1,4 TSI. Also 250 PS. Systemleistung 218, jetzt, weil... Jetzt Technikstunde mit Dion Heller. Los geht's. Nämlich, das habe ich mich auch schon immer gefragt, wie funktioniert das eigentlich? Mhm. Warum kann man einfach nicht die Leistung des Benziners mit der Leistung des Elektromotors addieren? Weil beide total unterschiedliche Leistungskurven haben. Mhm. Und an einer bestimmten Stelle überschneiden sich diese Leistungskurven. Und das ist dann immer die Systemleistung, die meistens so 20% unter 30% unter der addierten Leistung einfach liegt. Sorry, ich muss dich kurz unterbrechen, ne? Gut erklärt. Ich find's faszinierend, dieses S-Bahn-Gefühl, ne? Und das geht gut ab. Ja. Und ich muss echt sagen, Freunde, ich bin ja noch nie so richtig bis jetzt der Elektrofreund gewesen. Hybrid schon erst gar nicht. Aber ich muss sagen, dieses System, dadurch, dass der Elektromotor mit den 115 PS auch relativ stark ist, ja, kann man auch wirklich lange Zeit gut mit Elektro fahren und es ist kein System, was sofort alle geht. Und das Geilste ist ja hier in diesem E-Mode, kann ich sagen, reiner E-Mode, Hybrid, oder ich kann sagen, ey, lieber Benzinmotor, schaff mir mal ein bisschen Energie her und lade die Batterie und das finde ich gut. Das ist auch echt mega übersichtlich, ne? Ja. E-Mode, ein Knopf, drei Auswahldinger. Funktioniert. Super, rein elektrisch fahren, Hybrid oder Battery Charge. Beim Battery Charge würde dann wird er wahrscheinlich ein bisschen aktiver sein im Motor, oder? Genau, also wenn ich ihn anmache und ihm jetzt sage Battery Charge, dann springt natürlich sofort der Motor an, du hörst es. Und hat doch einen reinen Ottomotor, ne? Klar, das ist der ganz normale 1,4er TSI mit den 150, hier hat er 156, also 6 PS mehr. Und jetzt lädt er. Das Ganze kannst du dann im Display auch verfolgen. Geil. Und du siehst hier unten in der Anzeige auch, wie viel jetzt gerade die Reichweite ist. Und jetzt gerade fängt er wieder an zu laden. Jetzt haben wir 37 von maximal 50. Okay, cool, ja, genau. Und ja, du kannst
kannst ihn auch, weil es ein Plug-in-Hybrid ist, ganz normal an der Steckdose auch aufladen. Ja. Das heißt, du musst das nicht machen, sondern du kannst, wenn du jetzt am Abend in eine gewisse Reichweite einfach nur fahren musst, kannst du dann sagen, okay, ich kann den Elektro voll über meinen Netzstrom halt machen und damit den Benziner maximal entlasten, indem ich hier einfach auf den Hybridmodus gehe. Mhm. Und jetzt ergänzen sich die beiden Systeme halt optimal. Das heißt, da überall, wo der Elektromotor unterstützen kann, unterstützt er. Und da, wo der Benzinmotor einfach sagt, ey komm, du hast gerade so aufs Gas gedrückt, da helfe ich dir mal ein bisschen. Ja, genau. Da ergänzen vor die allem, sich super. Was mir aufgefallen ist bei diesen ganzen Hybridsystemen, auch zum Beispiel Toyota, ist der Übergang zwischen Elektro- und Ottomotor teilweise so schlecht, dann hört man nur das Summen und auf einmal geht der. Und hier war das gerade eben einfach fast nahtlos. Ne? Und dazu kommt ja auch noch, du hast den Komfort einer richtig großen Limousine, das heißt, der Wagen ist leise. Dazu kommt, du hast das DSG-Getriebe, das schaltet auch wirklich wieder mal ohne Zugkraftunterbrechung durch. Das heißt, der Fahrkomfort an sich ist auch schon auf einer maximalen Höhe angekommen, die so wahnsinnig ist. Und dann gibt es ja zusätzlich noch das Programm hier oben, GTE. Das wollte ich gerade sagen, ne? Ich sehe da einen GTE. Und dann haben wir die maximale Leistung und dann schiebt er wirklich mit dem, was er hat, schiebt er jetzt an. Huch, vor allem, der klingt ja auch ganz kernig dann auf einmal. Ne? Sie haben es auch gut hingekriegt, den Benzinmotor dann nicht so, sondern so ein dumpfes, sattes Gefühl. So, und dann hast du seriös. Genau. Seriös. Und trotzdem, du denkst im ersten Moment so, ja geht, aber wenn du auf den Tacho guckst, merkst du unheimlich, wie der Elektromotor mit anschiebt. Also wirklich so KERS-mäßig. Ja, ja. Und er beschleunigt wirklich in einem Zug bis 2,30 Tacho, echte 2,25 durch, dann ist er abgeregelt. Aber das reicht. Das reicht voll. Cool. Und er kostet jetzt 44.250 als Limousine. Das ist nicht wenig, ja, Basispreis halt. Mhm. Da ist jetzt schon Klimaanlage, Automat und so ein bisschen Shishi ist schon drin. Der Testwagen hier, der hat halt jetzt alles mit dem ganzen Fahrassistenzpaket und fetten Felgen für 500 Euro und allem Shishi. Blauen Bremssattel. Genau, der kostet jetzt 60.141. Das ist schon eine Ansage. Aber ganz ehrlich, wenn du dir jetzt einen Fünfer oder sowas mit Hybrid kaufst, kommst du teurer. Hybridsystem? Klar. Ja? Ja. Da bist du dann wahrscheinlich bei 110.000 Euro. Das so viel jetzt auch nicht, aber du bist halt einfach, da sind wir schon mal grundsätzlich in der Nähe, das, was der Passat jetzt mit voller Hütte kostet. Ja, ja, genau. Genau. Also echt, ich bin überrascht. Klar, man sieht immer noch diese typischen VW-Materialien, ne? Dashboard hier und generell, es ist schon immer noch Plastik, aber es ist okay. Es ist super gemacht und wenn du auch mal die Haptik dir anschaust, die Spaltmaße, die Materialien, die dich angucken. Stimmt einfach. Ganz ehrlich, also das ist schon super gemacht. Mir gefällt es auch super, dass die Lüftungsdüsen in einem übergehen. Zug durch, das sieht echt cool und vor allem hier so richtig nobel mit der Uhr in der Mitte. Mit der Uhr, genau. Es gibt ja welche, die sagen, oh, das ist total verpuppt. Ja, ja. Ich finde das richtig stylisch. So eine analoge Uhr in der Mitte. Das hat einfach, weißt du, Rolls-Royce hat das, Maserati hat das. Ne? Dann hast du nach wie vor auch das digitale Cockpit. Finde ich sehr gut. Und dann hat er halt den ganzen Shishi, Dün-Audio-System und sonst noch was. Klar. Und was ich nach wie vor an diesen Hybridmodellen, das ist jetzt nicht nur in dem, aber was ich total mag, du fährst extrem entspannt. Also wenn du nur einen Benziner hast. Ich finde auch die Sitze sind sehr angenehm. Mhm. Ne? Das ist genau. Die haben immer so typisch VW, die haben genau hier in diesem Bereich. Da darfst du nicht zu dick sein. Nein, du darfst aber auch dicker sein als in manch anderen Autos. Ja, richtig. Und trotzdem hast du einen super Seisen halt, ohne dass sie dir sagen, so, oh, ich hau dir jetzt den Schraubstock links und rechts dermaßen in die Seite rein, dass alles zu spät ist. Genau. Und du fährst super relaxed. Hast dieses ganze Fahrassistenzpaket hier auch an Bord, das finde ich auch super. Hast du einen elektrischen Sitz? Ja, ich habe sogar den Ergo-Komfort-Sitz. Das weiß ich nicht. Was soll der Mist? Ich will auch einen Elektrositz haben, weil ich wollte mich jetzt gerade so nach hinten schrauben, damit du mich noch ein bisschen hier rumchauffieren kannst. Ne? Also, James, bitteschön. Hier, guck. Aber mir geht das elektrisch. Ja, verdammt, komm. So, 3,5 Stunden später. Ui. Hey, geht ja nicht weiter. Okay. 140. Das reicht schon. 160. 180. Mehr lässt der Verkehr halt leider nicht zu, aber das geht gut, ne? Der Porsche-Fahrer hat sich auch gerade gedacht, oh, was ist denn da los? 180. Geht gut, ne? Was?
so, ich bin kurz eingeschlafen. Auch das finde ich, ne? Also super, es ist nicht aufdringlich. Nee. Ich hoffe, unser kleines Review zum Passat GTE hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Review. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bam.